Ja, gar keine Frage. Die erste Runde im Handelskrieg geht an China und damit haben sich die Machtverhältnisse sehr deutlich gezeigt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. China hat die Muskeln spielen lassen, hat gesagt, wir schlagen 1:1 zurück. Wir sind bereit, uns ins eigene Fleisch zu schneiden, notfalls Hauptsache. Ihr seht, wie ernst wir es meinen. Und siehe da, die USA haben ein bisschen zurückgezogen, Wilbur Ross. Der Handelsminister in einem Fernsehinterview konnte die Märkte noch nicht beruhigen. Aber dann Larry Kudlow, der Nachfolger von Gary Cohn, der gesagt hat, ja, das sind doch erstmal Vorschläge, die wir selber gemacht haben in Sachen Zölle. Und insgesamt wird es schon nicht so kommen. Entspannt euch doch mal, liebe Wall Street. Und Larry Kudlow, den wir hier sehen, ist an der Wall Street eben jemand, auf den man hört inzwischen, nachdem Gary Cohn, der Vertreter der Wall Street sozusagen abgesägt wurde, ist jetzt die neue Hoffnung da, dass Vernunft einkehrt, dass man zu viel zu verlieren habe und dass man schon irgendwie sich einigen werde. Jedenfalls nach den Worten von Kudlow haben wir ein wahnsinniges Reversal an den Märkten gesehen. Der Dow Jones mit einem Swing von 800 Punkten auf Future Basis, waren sogar glaube ich 1000 Punkte, also wahnsinnige Bewegung und das unter ziemlich dünnem Volumen. Das Handelsvolumen am Montag, am Ostermontag an der Wall Street war deutlich höher. Es war vor allem ein Short Squeeze, also da hat es ein paar Shorties erwischt, die gedacht hatten, okay, die Dinge sind kompliziert, die Dinge werden ungut ausgehen, die mussten jetzt erstmal Positionen einstellen. Wir haben damit die Fortsetzung der Schaukelbörse. Wir haben an einem Tag massive Anstiege, dann am nächsten wieder massive Abverkäufe und das wird so weitergehen, weil die Kuh ja noch lange nicht vom Eis ist. Die Hoffnung, dass hier wirklich irgendwie eine Einigung gefunden wird, die ist sehr, sehr vage. Ja, beide Seiten haben viel zu verlieren. Wie viel, das sehen wir uns hier gleich mal an. Wir haben hier zum Beispiel einfach mal, um die Machtverhältnisse so ein bisschen aufzuklären, worum es geht. China hat eine BIP von knapp 12 Billionen Dollar bei knapp 1,4 Milliarden Einwohnern. Die USA von 19,3 Billionen bei 323 Millionen Einwohnern, also etwa ein Viertel kann man sagen Chinas. Und die Annahme ist sicherlich nicht verkehrt, dass irgendwann die Relation zwischen Einwohner und BIP in China eher nach oben geht, während sie in den USA wenig Potenzial nach oben hat, wenn man ehrlich ist. Und wir sehen etwa die EU, 15,3 Billionen bei 512 Millionen Einwohnern. Und man kann natürlich vieles über die EU sagen, über den Konstruktionsfehler Euro etc. etc. Aber es ist so, dass natürlich Europa durch die EU ein Faktor ist, der hier irgendwie mitspielen kann, der mitstinken kann, sonst wäre man möglicherweise schnell zerrieben zwischen diesen Titanen, zwischen China und den USA. Ist diese Hoffnung jetzt also nachhaltig, die wir in den Märkten eingepreist sehen? Nein, wir haben jetzt erstmal gesehen, dass die USA defensiver geworden sind, dass man so ein bisschen sagt, naja, erstens die Zölle sind ja noch nicht in Kraft, wir haben ja noch Zeit darüber zu verhandeln. Jetzt kommen Gespräche, wenn man sich amerikanische Finanzmedien ansieht, die sind alle unglaublich optimistisch, das wird schon, da wird es irgendeine Lösung geben. Ich zweifle daran, dass es eine Möglichkeit gibt, gesichtswahrend hier zu agieren, weil einfach die Positionen zu weit auseinander sind. Die USA werden verlangen, dass China zugibt, geistiges Eigentum gestohlen zu haben. Das werden die Chinesen nicht zugeben können, wenn sie es denn getan haben. Wahrscheinlich ja, however, jedenfalls sind die Dinge so weit auseinander, dass diese Hoffnungspille, die gestern Larry Kudlow verabreicht hat und die Märkte zu einem Reversal veranlasst hat, dass die nicht nachhaltig sein wird. Wir können noch weiter nach oben gehen, gar keine Frage. Aber es ist eben so, dass die Schwünge, die heftigen Bewegungen bleiben werden. Das ist relativ klar. Schauen wir uns mal die Situation in Asien an. Da haben wir China geschlossen heute, Qingming-Feiertag. Wir haben aber in Tokio ein Plus von 2%, Australien 0,7%. Nach den Dingen bei der Wall Street heute, Einkaufsmanager-Index, Dienstleistung aus Deutschland und der Eurozone, gestern schon leichte Eintrübung wiedererkennbar aus den Einkaufsmanager-Indizes der Eurozone. Handelsbilanz dann 14:30 Uhr aus den USA. Die Lagerbestände waren gestern, habe ich vergessen wegzumachen. Schauen wir uns jetzt mal die Charts an. Was heißt das? Was ist da passiert? Was da unter dünnem Volumen gestern an der Wall Street gelaufen ist? Wir sehen den DAX dann auf Tageshoch im Grunde rauskommen bei 12.074 Punkten auf X-DAX-Basis. Wir dürften nochmal 50, 60 Pünktchen drauflegen, nachdem die US-Futures noch weiter gestiegen sind.
Wir haben hier diese extreme Schaukelbörse jetzt mit einer extremen Bewegung nach oben. 12,61 ist das Niveau, ist die Hürde, die zu knacken ist. Das könnte der DAX heute schaffen. Die Frage ist, schaffen wir es mal, höhere Hochs hier reinzukriegen, nachdem das die ganze Zeit hier nach unten ging. Das gilt auch für die Amerikaner. Schauen wir uns hier mal den Dow Jones an mit diesem Reversal von 23.400 Punkten rauf. Auf 24.400 waren wir vorhin schon auf CFD-Basis, jetzt ein paar Pünktchen tiefer. Der Nasdaq 6.611, mal gut 320 Pünktchen von tief zu Spitze. Jetzt ist natürlich die Situation so, dass die Problemkinder wie Facebook, wie Amazon so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Facebook, Amazon, die haben kein Geschäft in China, das machen die Chinesen selber mit Weibo, mit verschiedenen sozialen Medien. Da haben die Chinesen den Amis rechtzeitig die Tür zugemacht. Dementsprechend ist eben jetzt so ein bisschen Optimismus wieder im Tech-Sektor. Seht ihr, jetzt ist Handelskrieg so das große Thema, da wird man sich schon irgendwie einigen und dieser Fokus ist so ein bisschen weggerückt von Facebook und Amazon. Wir haben den S&P 500, der gestern erneut auf Future-Basis unter seinen 200-Tages-Durchschnitt gefallen ist, aber dann mit diesem Reversal, das sieht komisch aus hier, diese konstante Aufwärtsbewegung und seit Ende Januar ist Nervosität drin, sehen wir massive Sprünge, dieses konstante, volatilitätsarme Thema, das in 2017 der Fall war, getrieben von der Hoffnung auf die US-Steuerreform, das ist vorbei, jetzt haben wir Nervosität. Jetzt haben wir Schwankungen, wir haben mehr als dreimal so viele Tage in 2018 schon an Kursveränderungen an der Wall Street von mindestens 1% als in 2017. Schauen wir uns noch die Devisen an. Hier der Euro-Dollar, der hier einen Fehlausbruch hatte. Kommt jetzt nochmal ein Schwung nach oben oder hat der Euro sogar eine Wendeformation schon im Bereich 1,25 absolviert, aktuell bei 1,2275. Wenn wir so unter diese Zone 1,2260, 1,2250 fallen, wird es ungemütlich. Dann hätte auch der Dollarindex, der eigentlich irgendwie nach Top aussieht, aber möglicherweise doch nochmal ein bisschen Lebenssaft bekommt, wenn dieses Niveau beim Euro bricht, weil der Euro eben sehr stark gewichtet ist hier in diesem Währungskorb. Wir sehen Probleme bei Gold, Dollarstärke jetzt auf einmal. Wir sehen, dass die Anleihemärkte einigermaßen entspannt bleiben. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe bleibt unter 2,8%. Wir sehen Silber ebenfalls unter Druck, $16,26. Öl hat sich gestern erholen können nach den stärker gefallenen Lagerbeständen. Und natürlich das Wichtigste, meine Damen und Herren, sind Sojabohnen. Auch hier sehen wir eine Erholung. Das ist die Hoffnung, dass diese ganze Geschichte mit China sich schon entspannen wird. Wir werden jetzt die Situation haben, dass wir wieder Hoffnung haben, dann kommen wieder Sorgen, dann kommen wieder Hoffnungen. Also das bleibt eine ganze volatile Geschichte mit intensiven, schwankungsintensiven Bewegungen. Das scheint klar zu sein. Die übergeordnete Richtung ist noch lange nicht klar und ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Donnerstag. Bis dann, ciao.